Der TSV Albstadt hat auf die Talfahrt zuletzt reagiert, Trainer Viktor Kleinheinz entlassen und dafür dessen Vorgänger Josef Franzic zurückgeholt. Der 55-Jährige soll als Duo zusammen mit dem bisherigen Coach der Kreisliga-Reserve Julian Grell die Unterfranken zum Klassenerhalt führen. Die Einstandsaufgabe vor rund 950 Zuschauern im Nachholmatch des 27. Spieltags gegen Tabellenführer Unterhaching, der seinerseits den Vorsprung auf Würzburg vorübergehend auf 10 Punkte ausbauen will, natürlich maximal schwer. Und zum Auftakt die Gäste in Blau gleich im Vorwärtsgang. Viel Platz auf rechts für Kapitän Markus Schwabel und überraschenderweise ebenso viel Platz in der Box für Goalgetter Patrick Hopsch. 16. Saisontreffer für ihn nach 3 gespielten Minuten und sicherlich nicht der schwerste. Die Spielvereinigung danach mit viel Selbstvertrauen unterwegs, während man dem TSV nach jahresübergreifend 5 Pleiten in Folge die Verunsicherung anmerkte. Trotzdem zumindest mal ein Abschluss durch Marc Schäberg nach 18 Minuten. Überhaupt nahmen die Hausern das robuste Spiel der Münchner Vorstädter nun immer besser an. Strafraumszenen blieben aber die absolute Ausnahme. Hier wäre allerdings mehr drin gewesen für Timo Pitter, etwas überhasteter Abschluss. Auf der anderen Seite flog dann ausnahmsweise auch mal wieder ein Ball in den 16er. Leon Heinze klärt aber vor Matthias Fetsch. Kurz vor der Pause dann nochmals ein schöner Gästeangriff über rechts. Aber letztlich kommt auch hier Fetsch nicht ran an die Kopfballverlängerung von Hopsch. Das auch die Geschichte der ersten Hälfte. Hohe Intensität, beide unter Strom, wie auch die kleine Rudelbildung hier nach diesem Foul von Pitter zeigt. Aber mit Ausnahme des frühen Treffers war es offensiv absolut Highlight-arm. Das sollte sich aber ändern. 5 Minuten nach Wiederbeginn missglückt Viktor Zentrich. Ein Rückpass völlig. Philipp Harlas erläuft den Ball, umkurvt René Vollert. Dann wird jedoch der Winkel zu spitz. Die Grabfelder aber jetzt mit Energie und diesem hohen, weiten Ball auf Marco Nickel. Der tankt sich an David Pissot vorbei und trifft präzise links unten zum 1:1-Ausgleich nach 52 Minuten. Ganz wichtiger Treffer für die Albstädter Seele. Der Primus natürlich um eine schnelle Antwort bemüht. Ball liegt nach 56 Minuten auch im TSV-Kasten. Aber Handspiel von Zentrich, das Tor zählte logischerweise nicht. Stattdessen geht sofort wieder rüber auf die andere Seite. Ein abgefälschter Ball landet bei Nickel. Der hat massig Platz und schnürt so relativ locker den Doppelpack. Partie gedreht und insgesamt kein Vergleich mehr mit der doch recht öden ersten Hälfte. Der Spitzenreiter erhöhte nun natürlich den Druck. Ball raus auf Schwabel. Der versucht zu flanken. Schäberg ist mit dem Ellbogen dran. Klare Sache, Handelfmeter für Haching. Eine Aufgabe für Hopsch. Dessen Versuch ist zu unplatziert, aber die Kugel fällt ihm nochmals vor die Füße. Doch noch der 2:2-Ausgleich in der 69. Minute. Beide suchten in der Schlussphase die Entscheidung. Am nächsten dran war in der 87. Minute Joker Marvin Weiß mit seinem Fernschuss. Letztlich blieb's aber beim Remis. Für Albstadt sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Fußballerisch, glaube ich, ist die Mannschaft in einem sehr, sehr guten Zustand. Haben einfach auch ein bisschen an die Ehre appelliert, haben ein bisschen auch an die Einsatzbereitschaft appelliert, an den Zusammenhalt appelliert. Und ich glaube, das sind letztendlich die Werte, wo Albstadt auch auszeichnen, wo wir auch vorleben, der Josef und ich. Und da gilt es jetzt anzusetzen, gilt es Woche für Woche irgendwo versuchen, noch mehr zusammenzuwachsen, noch mehr Automatismen auch zu kreieren und dann uns einfach gemeinsam aus der ganzen Situation, die sich jetzt so ergeben hat, rauszuziehen. Und am Ende müssen wir jetzt mit dem Punkt leben, ganz klar. Am Samstag geht es weiter. Natürlich wollten wir heute gewinnen, aber in Albstadt ist es immer schwer, auch wenn die gerade unten drin stehen. Also ich bin überzeugt davon, dass die auf jeden Fall nicht absteigen werden, weil sie einfach eine Mannschaft haben, die sehr gut ist, auch für die Liga. Und ja, dementsprechend müssen wir jetzt den Punkt einfach mitnehmen. Heute hilft nichts, abhaken und am Samstag gegen Nürnberg zu Hause wollen wir dann wieder 3 Punkte holen. Der TSV Albstadt schenkt seinem neuen Trainerduo also einen passablen Einstand und springt durch den Zähler auf Rang 13. Haching gibt dagegen Verfolger Würzburg die Chance, den Rückstand demnächst auf 5 Punkte zu verkürzen.